Die Jahrestagung richtet sich an alle Lehrkräfte in Schleswig-Holstein, die It's Learning in ihrem Unterricht nutzen und sich dort mit anderen Lehrkräften austauschen wollen und vernetzen wollen. Es geht primär darum, neue Eindrücke zu finden und sich zu vernetzen und einfach über den Tellerrand der eigenen Schule hinauszudenken und mit den Lehrkräften in Kontakt zu kommen, die das halt auch tagtäglich einsetzen. Wir versuchen, die Expertisen aus dem Plenum herauszukitzeln. Wer gerne was teilgeben möchte, der kommt nach vorne und erzählt, was er anzubieten hat. Und aus diesen ganzen Angeboten generieren wir eine Sessionplanung mit unterschiedlichen Schienen. Steht die Tagesordnung nach dem Sinn und nach der Idee der einzelnen Teilnehmenden. Also ich hatte einen sehr spannenden Beitrag mit einem Referenten aus Berlin, der sagte, wie sie es da einbinden und auch die Anforderungen des Landes direkt in ihr eigenes schulinternes Programm übernehmen. Und das hat mir jetzt viele Impulse gegeben, die ich gerne bei mir in der Schule ausprobieren würde. Für meinen eigenen Unterricht hoffe ich mir Anregungen, wie ich Pläne erstelle, wie ich Ressourcen sinnvoll einbinde. Da ich aber in Schulleitung bin, erhoffe ich mir tatsächlich heute auch Ideen davon, wie ich im Endeffekt mein Kollegium mitziehe und begeistere. Ich freue mich eigentlich darauf, dass morgens die Leute kommen, sich schon mal irgendwo gesehen haben und sofort irgendwie über das Thema It's Learning ins Gespräch kommen. Und dann zu sehen, wie eigentlich Lehrkräfte Fortbildungen machen und das dann zeigen, also anderen zeigen. Und das finde ich super spannend und finde diesen Charakter der Vernetzung so interessant, weil dadurch können wir alle gemeinsam ganz, ganz viel neue Dinge erleben und wachsen daran. Jetzt zuletzt haben wir Schulorganisatorisches als Beitrag gehabt und da haben wir unglaublich viele Ideen. Wir werden uns definitiv dran machen, das nochmal nachzuarbeiten und im nächsten Schuljahr zu gucken, was wir davon nutzen können. Sind mit dem Referenten schon ins Gespräch gekommen, dass wir da wirklich hoffentlich fruchtbar weiter werden zusammenarbeiten können. Die Workshops, die ich selber geleitet habe, da habe ich ja präsentiert, was ich sowieso auch schon immer vorbereitet habe und habe dann die Fragen dazu beantwortet, aber natürlich eben viel spannender, viel mehr Nachfragen als beim Webinar, da sind die Leute dann ja irgendwie viel passiver und jetzt wurden viel mehr Fragen gestellt und ich konnte dann aber eben auch so aus meinem Alltag als Lehrer dann erzählen und wie ich das gut finde und so, also ich konnte bestimmt auch eigentlich noch, schätze ich mal, ich war viel begeisterter dabei, als wenn ich so im Webinar bin. Die Menschen waren begeistert wegen der Fülle an Themen, an der Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, miteinander über den Alltag in der Schule mit It's Learning ins Gespräch zu kommen. Und das Feedback war insofern sehr, sehr positiv. Viel Spaß damit.